Servus Leute, was geht? Willkommen auf dem Kanal zurück, Freunde. Wir reagieren heute auf Schenk, wie du weißt. Bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auf seinen ersten Song reagiert. Er hat mir sogar geschrieben bei Instagram. Grüße gehen raus. Ich dachte, wir checken einfach mal den Song gemeinsam aus. Und wie immer, ich bin kein Musikexperte. Macht das nur Spaß und der Freude. Einfach nur typisch geile Musik hört. Legen wir los. Los geht's jetzt. Trio hat auf jeden Fall einen Schrottplatz. Okay. Sitz in Mercedes und trink an der Flasche Wein. Steh in deiner Straße und denk an die alte Zeit. Seh Licht in deiner Bude, aber fahr daran vorbei. Ich wollte immer alles haben, wie du weißt. Er wollte immer alles haben, wie du weißt. Muss wirklich sagen, ein sehr, sehr schöner Gitarrenriff, sehr, sehr schöne Melodie. Sehr vielversprechend auf jeden Fall. Ich mag ja so Gitarrenbeats, gitarrenlastige Beats. Sind immer als sehr krasse Atmosphäre auf jeden Fall. Und seine Stimme ist sehr angenehm. Erstmal eine Scheibe eingeschlagen. Der ist ja auch ein Signing bei Freunde von Niemand. Grüße gehen raus. Bisher hatte ich nie Probleme gehabt mit Freunde von Niemand, dass er Sachen als hochladen darf von denen. Deswegen sehr, sehr sympathisches Label auf jeden Fall. Direkt von dir, jeden Respekt verlieren. Gib mir einen Grund, ich hab doch gesagt, dass alles besser wird. 4 Monate kein Kontakt, der Trinke im Wein und im Rauch. Ein falscher Moment, du fängst an zu schreien und ich leg direkt wieder auf. Man will ihm einfach nur zuhören, die Geschichte, die er erzählt. Er hat wohl was zu verarbeiten. Sehr, sehr nice, wenn man Künstler halt ihre Gefühle preisgeben, so innenleben und so von ihrer Seele. Ist immer sehr, sehr krass, finde ich. Häng mit den Brüdern auf der Straße und so. Fall durch die Bars, hab mich gefragt, worauf wir warten und so. Du hörst meinen Namen heute in irgendwelchen Radioshows. Für uns zwei waren die Erwartungen zu hoch. Sehr, sehr schöne Stimme, wo er singt. Also er rappt nicht nur, er singt auch. Sehr schöne Melodie in der Hook. Beziehungsweise war glaube ich gar nicht die Hook, beziehungsweise sehr schöne Gesangsmelodie von ihm gesungen auf dem Beat. Anstrengend heute. Ja, wir haben 8:45, 9:45 und ich habe jetzt glaube ich schon 7 Videos gedreht. Holy shit. Baby, ich sitze im Mercedes und trink an der Flasche Wein. Steh in deiner Straße und denk an die alte Zeit. Seh Licht in deiner Bude, aber fahr daran vorbei. Ich wollte immer alles haben, wie du weißt. Er wollte immer alles haben und sie hat Beschluss gemacht und er verarbeitet das in dem Song. Ich verstehe halt nicht, warum der Bruder hier oben drauf steht, auf dem Auto und die anderen drauf sitzen. Das passt jetzt nicht so gut, finde ich. Irgendwie ein bisschen seltsam sogar. Von Liebe keinen Plan, wie du weißt, wie du weißt. Ich hab dafür bezahlt, wie du weißt, wie du weißt. Bin nur gut am Glas, wie du weißt, wie du weißt. Er ist gut am Glas, wie du weißt. Also es gibt noch so einen jemand, der auch so immer über Alkohol redet und so. Das war damals Zilla, der mal gesoffen hat. Und so ein Kneipen-Image hat auch Cassius Clay. Egal was du auch sagst, wir waren Partner in Crime. Wir waren gemeinsam jede Nacht im Suff. In meinem Hoodie steckte nur dein Duft. Heftige Tattoos auf jeden Fall. Die Tätowierer machen ihn wieder auf jetzt demnächst. Sehr, sehr krass. Nach den Friseuren, ich war beim Friseur gewesen, hab mir die Haare wieder ein bisschen on fleek gemacht, so ein bisschen. Ist wahrscheinlich keinem aufgefallen, aber egal. Jedem Wort von mir entstand ein Kuss. Jetzt soll das alles nichts wert sein. Wünsch mir nur, dass du verbleibst. Wir wollten nie, dass zwischen uns etwas liegt. Jeder Streit traf ein Ziel, denn wir liebten zu weit. Ich bin gespannt, was in Zukunft von ihm kommen mag. Also der erste Song war ja schon ein bisschen auch so ein bisschen ruhiger, sage ich mal. Ich bin gespannt, ob er uns mal eine Facette von sich preisgibt, wo er aggressiv ist oder so, wo er dann ein bisschen austeilt. Aber der Stil hier gefällt mir echt ganz gut soweit. Und was geschieht? Mittlerweile führen wir Krieg, spielen nicht im selben Team und verlieren, wie du weißt. Was uns beide angeht, sagst du nein. Doch
Wenn ich es drauf anleg, steigst du ein. Ich ahne Böses. Er wird gleich das Auto definitiv zerfetzen. Kann es nicht mit ansehen, wenn du weinst. Deshalb bleib ich auf Distanz stehen wie du. Der Bruder hat Air Force an. Beste Schuhe. Definitiv. Baby, ich sitz im Mercedes und trink an der Flasche Wein. Steh in deiner Straße und denk an die alte Zeit. Seh Licht in deiner Bude, aber fahr daran vorbei. Ich wollte immer alles haben, wie du weißt. Wie du weißt, steht sogar auf dem Auto drauf. Also, sehr krass, dass er damit so umgeht, so was er uns hier erzählt. Liebe, keinen Plan, wie du weißt, ich hab dafür bezahlt, wie du weißt, bin nur gut am Glas, wie du weißt, egal was du auch sagst, wir waren Partner im Crime. Partner im Crime. Einfach schöne Aussagen, beziehungsweise sehr tatkräftige Aussagen, wo er uns hier zum Besten gibt. Liebe, keinen Plan, wie du weißt, ich hab dafür bezahlt, wie du weißt, bin nur gut am Glas, wie du weißt, egal was du auch sagst, wir waren Partner in Crime. So Leute, das war's mit dem Video. Würde es mir gut gefallen. Sehr, sehr angenehme Stimme, schöne Gesangsmelodie von Schenk. Bin gespannt, was man in Zukunft noch von ihm hören mag. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, kommentieren, abonnieren. Würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in einem neuen... Ach, Mann. Versprochen, sehen wir uns demnächst in neuen Videos. Bedeutet, macht's gut. Ciao.